Hallo und willkommen bei MyYugiOh TCG. Ihr seht, ich habe hier sechs klassische TCG-Booster für euch bereitgelegt. Wir haben hier einmal Pharaonic Guardian, Magician's Force, Dark Crisis, Invasion of Chaos, Ancient Sanctuary und zu guter Letzt das Exclusive Pack, welches zu Promo-Zwecken rund um den Kinofilm Pyramid of Light rausgegeben wurde. Es ist auch gleichzeitig das neueste Sealed Pack in meiner Sammlung. Ja, diese sechs Booster, die konnte man natürlich ganz regulär im Handel kaufen. Allerdings gab es in den USA ein spezielles Set, das nannte sich Master Collection Volume 2. Das war ein silberner Ordner, der sah ähnlich aus wie die Legendary Collection 1. Allerdings gab es dort nur 12 Kartenslots. In sechs dieser Slots fand man eben diese sechs Booster. In den anderen sechs Slots waren sechs Promokarten enthalten. Und diese Promokarten sind Karten aus diesen Booster-Sets, allerdings in einer speziellen Secret Rare-Variante in einer limitierten Auflage. Und diese sechs Promokarten möchte ich euch heute zeigen. Hier haben wir die erste dieser Promokarten, die Wächter-Sphinx MC2EN001 in einer Secret Rare-Variante, sehr schön, passend zum Booster Pharaonic Guardian. Gefällt mir sehr gut. Sie spiegelt auch dieses Ägypten-Thema dieses Boosters wider. Eine sehr, sehr schöne Karte, die sich auch schon einige Jahre in meiner Sammlung befindet. Dann haben wir hier als nächstes Brecher magischer Krieger in Secret Rare MC2EN002. Passend zum Booster Magician's Force. Auch eine sehr schöne Karte. In diesem Fall habe ich tatsächlich beide Varianten, also die Ultra Rare aus MFC. Und diese Secret Rare aus MC2. Ich kann tatsächlich nicht sagen, welche dieser beiden Varianten mir besser gefällt. Sie sind einfach jede auf ihre Weise etwas ganz Besonderes. Dann haben wir als nächstes die Exodia Necros in Secret Rare MC2EN003. Passend zum Booster Dark Crisis ist auch hier das Covermonster gewesen. Eine wirklich sehr coole Karte und ich finde, dieser Karte steht dieser Secret Rare Look ganz besonders. Es ist auch eine der teuersten TCG-MC-Karten, befindet sich so preislich auf dem zweiten Platz. Dann kommen wir auch zur teuersten MC-Karte im TCG und das ist diese hier, der schwarz glänzende Soldat, Gesandter des Anfangs, hier mit der Kennung MC2EN004 in Secret Rare. Eine sehr schöne Variante, die habe ich mir ja, zu Weihnachten 2005 gewünscht, also wirklich schon älter. 2005 ist auch das Jahr, in dem diese Master Collection Volume 2 erschienen ist. Hier passend zum Booster Invasion of Chaos. Ich hatte ja einige Zeit vorher, beziehungsweise ein Jahr vorher, den Chaos Emperor Dragon Envoy of the End in einem Booster gezogen und wollte einfach die ganze Zeit das Gegenstück haben. Und die Master Collection Volume 2 bot mir diese Gelegenheit dann eben. Und ich habe passend zum Secret Rare Chaos Emperor Dragon diesen Black Luster Soldier dann auch in Secret Rare bekommen. Ja, der befindet sich tatsächlich seit 2005 in meiner Sammlung und hat sie nie verlassen und wird sie auch nie verlassen. Dann haben wir hier den Rückstoßdrachen in Secret Rare MC2EN005, passend zum Booster Ancient Sanctuary. Und hier finde ich die Wahl tatsächlich sehr interessant, dass man ausgerechnet den Rückstoßdrachen genommen hat. Ja, er ist so eine Art modernes Gegenstück zum Pistolendrachen. Den haben wir hier drüben nochmal, auch aus der Master Collection Volume 1. Ja, ist natürlich dann sehr schön, dass man in der Master Collection Volume 2 das Gegenstück reingepackt hat. Die haben dann auch im Booster Flaming Eternity später noch eine Fusion bekommen, den Gatling-Gewehr-Drachen. Sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde, der Blowback Dragon ist hier eine sehr gute Wahl gewesen, mir gefällt er. Dann haben wir noch als letzte Karte der Master Collection Volume 2 Thanen, die große Sphinx, das Covermonster des Exclusive Packs und das ist tatsächlich die günstigste Master Collection Karte, die man im ganzen TCG findet. Finde ich persönlich ein bisschen schade, dass diese Karte so wenig Beachtung bekommt. Ich finde sie wirklich sehr, sehr cool. Auch hier diese Secret Rare Variante, die macht doch einiges her. Sie ist genauso selten wie die anderen Master Collection Karten und deswegen finde ich, dass sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Beachtung verdient, als sie dann doch tatsächlich bekommt.
Ja, das war mein Video zur TCG Master Collection Volume 2 und ihr merkt schon, das impliziert, dass das OCG natürlich eigene Master Collections hat. Ja, und auf diese Master Collections werden wir in den nächsten Videos dann eingehen. Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, was ihr von den Master Collections aus dem TCG haltet. Hättet ihr euch die für damals knappe 30 Euro gekauft? Welche Booster gefallen euch besser, die aus der Master Collection Volume 1 oder die aus der Master Collection Volume 2? Welche Promos findet ihr besser? Welche der Promokarten wäre so eure Lieblingskarte? Einfach mal alles in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und ciao. Ja, ich finde, die machen doch einiges mehr her als die Legendary Collections.